Hi Leute, heute geht es darum, wie du durch Sport Energie gewinnst, warum du durch Sport Energie gewinnst. Und der Körper ist einfach dazu gemacht, um sich zu bewegen. Das heißt nicht umsonst Bewegungsapparat. Es ist das völlige natürliche Bedürfnis, sich zu bewegen. Jedes Kind macht es, jedes Kind drückt sich durch körperliche Bewegung aus, springt vor Freude in die Luft und so weiter. Man drückt sich einfach aus, bewegt sich, hüpft, tanzt, wenn es sich freut oder was auch immer. Es ist völlig natürlich. Zum Beispiel hat man auch, in der China-Studie ist es auch drin erwähnt, Tests mit Ratten gemacht und Mäusen, finde ich jetzt nicht so gut, aber daran sieht man zum Beispiel mal, wenn man diese Mäuse und Ratten auf eine vollwertig pflanzliche Kost umgestellt hat, dann haben sie sich einfach wesentlich mehr bewegt. Automatisch, die sind viel öfter in ihr Laufrad reingegangen und wollten sich mehr bewegen. Umso schlechter das Essen war, umso lethargischer waren die Tiere und umso weniger haben sie sich auch bewegt. Und das ist auch das, denke ich, wo man wieder hinkommen sollte, dass man sich aus Freude bewegt und dass man nicht mehr so lethargisch ist. Und das liegt eben auch an der Ernährung und daran, dass man den Sport dann unter einem falschen Zwang macht. So dieses Fitness-Ding oder was weiß ich habe jetzt zugenommen und jetzt muss ich mal wieder Sport machen. So ein Schwachsinn. Ich denke, man sollte wirklich machen, was einen erfüllt beim Sport, so was einen einfach ausdrückt so und Freude an der Bewegung einfach haben. Und ich denke auch so, man kann sich das vorstellen mit dem Körper, du kriegst Energie, wenn du dich bewegst, du fühlst dich besser. Man merkt ja, wie das Energielevel danach steigt, wenn man Sport gemacht hat. Wenn man sich schlecht fühlt nach dem Sport, dann ist es nur, weil der Körper dann mehr entgiftet. Umso mehr man mal entgiftet hat, umso reiner der Körper ist, umso sauberer der Körper ist, umso mehr wird man merken, dass wenn man nichts isst und Sport macht, dass man danach noch mehr Sport machen kann. Dass man immer mehr Energie bekommt durch den Sport. Man kann sich das so vorstellen, wie der Körper ist so ein elektromagnetisches Feld hatte und er ist wie so ein Magnet und durch die Reibung lädt er sich auf, durch den Druck, durch die Reibung, durch die Bewegung, wenn es harmonisch ist und Freude bereitet. So. Es ist, zum Beispiel gab es irgendwie ganz früher solche Indianer, also die hatten solche Rasseln und die haben dadurch, dass man, ich weiß nicht mehr, was für ein Material das war, das haben die in solche Rasseln rein. Und wenn du damit geklappert hast in der Nacht, durch diese Bewegung, durch die Reibung, die haben sich geladen elektromagnetisch und leuchten dann so. Damals so kein Feuer und so weiter oder Feuer ist so das Einzige und dann stellt man sich mal vor, was das so für die bedeutet hat. Aber damit kann man sich gut klar machen, so, dass man auch durch Bewegung Energie erzeugen kann oder einfach Energie umwandeln kann und daraus Energie gewinnen kann. Und wenn man sich das genauso auf den Körper überträgt. Und bei den Haaren ist es ja genauso. So, wenn man mal dran reibt mit dem Luftballon, die laden sich und stehen dann irgendwie weg. Und beim Körper kann man sich's ähnlich vorstellen. Und es ist wirklich so, wenn man mal öfter gefastet hat, man merkt, ich habe zum Beispiel im Sommer immer, eigentlich, wenn ich Inliner-Kurse hatte oder auch so, mache ich jeden Tag Yoga. Und wenn ich dann irgendwie früh 5-6 Stunden Sport gemacht habe oder auf Inliner stand eben und mich bewegt habe, danach habe ich mehr Energie als vorher. Danach kann ich mehr Kraftübungen machen, mehr Handstand und so weiter, länger halten. Es fällt mir leichter, als wenn ich was gegessen habe. Wenn ich den ganzen Morgen einfach nichts gegessen, nichts getrunken bis 1 Uhr und ja, 6 Stunden bewegt und ja, man wird es merken, umso mehr man entgiftet, umso sauberer der Körper wird. Anfangs kann auch das Gegenteil der Fall sein. Eben. Mental fühlt man sich eigentlich schon immer besser, wenn man Sport gemacht hat. Aber dadurch, dass man eben Energie gewinnt, kann der Körper auch wieder entgiften. Und dadurch kann man sich auch schlapper fühlen, weil Entgiftung ist Heilung, ist Krankheit so. Und dazu braucht der Körper auch mal Ruhe. Aber es ist wichtig, so wichtig, sich jeden Tag ein bisschen zu bewegen. Es heißt eben nicht umsonst Bewegungsapparat. Bei mir selbst habe ich das eben auch festgestellt, dass umso mehr ich mich bewege, wie gesagt, umso mehr Energie habe ich. Und
Genauso mit dem Zunehmen und Abnehmen. Es ist nur Entgiftung. Ich habe zum Beispiel im Sommer einen Unfall gehabt. So. Ich habe vorher mehr gegessen. Also ich habe jeden Tag so 5-6 Stunden Sport zu der Zeit gemacht im Sommer. Und ich habe vor diesem Unfall, ich hatte einen Rollerunfall am Bein. Roller ist draufgefallen. Und dann konnte ich eben nicht mehr laufen. Eine Zeit lang. Und vor dem Unfall habe ich zweimal am Tag Früchte gegessen, habe jeden Tag 5-6 Stunden Sport gemacht und ich hatte mehr Energie. Und dann, als ich den Unfall hatte, danach war ich rumgelegen, konnte mich nicht bewegen, habe praktisch null Sport am Tag gemacht und habe mehr gegessen, weil mir langweilig war. So. Habe fast den ganzen Tag Früchte gegessen, auch gut gegessen. Aber was ist passiert? In der Zeit habe ich auch abgenommen, weil ich Muskeln abgebaut habe. Sobald man einen gewissen Grad an Reinheit erlangt hat und sobald man cleaner ist, dann der Körper behält nur das, was er möchte an Fett. Muskeln aufzubauen ist dann kein Problem. Aber ich habe dann abgenommen, obwohl ich weniger gegessen habe. 5-6 Stunden Sport sind weggefallen, das muss man sich mal überlegen. 5-6 Stunden am Tag Sport weggefallen, mehr gegessen und abgenommen. So. Meine Muskeln abgebaut. Und dann habe ich wieder angefangen, Sport zu machen, habe wieder weniger gegessen nach dem Unfall, wo es dann wieder ging. Und habe wieder zugenommen an Muskeln. So. Ja. Also, es ist viel wichtiger, sich zu reinigen, clean zu essen. Und dieses Abnehmen kommt nur davon, weil der Körper die Gifte im Fett speichert, in den Zellen im Körper speichert, Wassereinlagerung, was auch immer. Und deswegen nimmt man auch so stark beim Fasten anfangs ab. Wenn man sich noch nicht so lang von Rohkost ernährt und so weiter. Später nimmt man eigentlich gar nichts mehr ab, wenn man mal, da fällt es keinem auf, du nimmst nichts ab, wenn du mal 1, 2 Tage nichts isst. Das ist völlig egal dann. Umso reiner der Körper ist, umso länger kannst du einfach nichts essen und merkst davon nichts, überhaupt nichts. Und ja, wollte ich nur mal loswerden, so ein bisschen um das Thema Sport und wie wichtig das eben ist. Macht einfach das, was euch Spaß macht. Was weiß ich, balanciert über den Bordstein, früh dreht eure Lieblingsmusik auf, tanzt, so. Völlig egal. Es soll Spaß machen, der Sport. Man soll es nicht machen, weil man muss. So, denn ich denke, jeder hat das natürliche Bedürfnis. Man muss nur ein bisschen finden und sich auch mal auch gehen lassen und einfach völlig die Meinung anderer irgendwie egal sein lassen, was die darüber denken, was für einen Sport man macht oder wie man da was macht. Das ist einfach nur für sich machen. Ja, wie gesagt, dreht frühst die Musik auf, Lieblingsmusik auf und tanzt. Völlig wurscht, tanzt wie ihr wollt. Schaut keine zu. So. Ja, macht's gut, Leute. Ciao.